Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuesten Folge von Hearthstone. Heute mit einem neuen Deck, dem Zoo. Ich habe es eine Weile gespielt, wir waren mal Rang 14, jetzt habe ich ein paar Mal gespielt und wieder verloren. Und jetzt hoffe ich, dass wir das wieder rückgängig machen und gewinnen werden. Und ich werde Zoo euch präsentieren, weil Zoo eigentlich sehr oft gespielt wird. In diesem Meta auch. Und es scheinbar sehr gut ist. Wobei ich das jetzt nicht Soldat, wirklich bestätigen kann. Gegen Nicht die Angriff! Version, die ich scheinbar spiele. Okay, ich Ihr habe auch mal Leben ein wird in bisschen Frieden. Pech, Eure sagen wir mal. Seele wird mir gehören. Das ist eine Scheißhand. Total scheiße. Aber weg damit. Ich ziehe auch sehr, sehr Grütze teilweise, also. Sehr Grütze, Leute. Das ist sogar schon eine ganz okay Hand. Oder sogar eine gute Hand, würde man sagen können. Das Licht beschützt mich. Das Licht beschützt mich. Ja, Varina, 2-1-1er. Kann man mal sich gönnen. Dann noch den. Willkommen in der Ausstellung. Wir könnten jetzt da reinrennen und den töten, was wahrscheinlich sogar okay ist. Weil er sehr nervig ist. Dann würden wir beide Goddess-Shit verlieren. Aber er hat einfach eine Kreatur verloren für umsonst. Was ziemlich gut ist, wenn er umsonst Kreaturen verliert. Ja, dieses Deck besteht daraus, viele Kreaturen zu spielen, aggressiv den anzugreifen und zu gewinnen. Dieses Deck ist sehr gut gegen andere Aggro-Decks, aber sehr schlecht gegen Control-Decks. Normalerweise spielt man in diesem Meta gegen nicht so viele Control-Decks, wie man es hier aber gerade irgendwie tut. Was sehr verstörend ist, weil ich die ganze Zeit gegen Aggro gespielt habe, mit meinem Control-Deck, jetzt auf Aggro-Deck umgestiegen bin, aber gegen Kontrollspiel, ja, also. Würde sagen, Kontrolldecks haben die Oberhand. Ja, wow. Tja, hätte ich reinsammeln sollen, ne? Es gibt ja den Schild. Plus 2 Leben. Was er natürlich unbedingt haben musste, war unbedingt wichtig, dass er das hat. Ja, wir können nächste Runde 5 Schaden nur machen. Ist jemand Ist verletzt? aber immer noch das bessere, die bessere Wahl, den Plus Def zu geben. Das sieht scheiße aus. Ich gebe auf. Oh, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Dann können wir nämlich den zerstören. Und damit geben wir aber Face. So. Ah, damit hat er die Macht verloren. Das größte Arschlochviech auf der Welt zu haben. Oh man, ja, zerstör mein Feld. Dann halt er. Vielleicht macht er sogar. Nee. Hätte mir jetzt sogar überlegt, dass er Holy Nova macht, nur um diese zwei zu heilen. Um 2 Karten zu ziehen. Hätte man machen können, theoretisch. Aber ich glaube, das ist. Nee, warte, das ist. Mein Plan klappt gar nicht. Man braucht 4 Kreaturen und dann muss man ihn spielen. Ja. Ja, so läuft das nämlich. Erst dann kommt sein Effekt. Für 4 Mana, 4 Vierer. Allerdings sollte es im Laufe der Zeit funktionieren, dass wir irgendwann 4 Kreaturen kontrollieren. Ja, mach einfach. Mach einfach hin, ne? Ah, jetzt gibt er dem aber das Schild. Das ist schon ärgerlich, dass er den zum zweiten Mal jetzt hat. 3 plus 4 ist scheiße. Das ist eine gute Karte. Wird sie aber im nächsten Zug erst aktivieren, glaube ich. Wir machen das erstmal so. Im nächsten Zug spielen wir irgendwie den und den aus, wenn keiner von meinen stirbt. Falls das passieren sollte. Dann können wir nämlich 4 Schaden auf den Typi schießen. Und im Notfall spiele ich sonst den 8-8er vielleicht. Oh mein, jetzt hat er noch 2 Karten von mir auf der Hand. Yay! Ja, ist schon traurig, dass so ein gegen sein Deck spielt gerade. Aber es hat scheinbar funktioniert, was ich wollte.
3. Und na, ich hab wieder verkackt. Upsi. Na gut, dann machen wir es auf die Art. Wow, erste Mal 4. Hey. Und wir kriegen keine Kreatur vom Deck. Das ist okay. Das ist sogar. Ja, es wäre besser, hätten wir jetzt die Kreatur noch bekommen, wahrscheinlich, aber. Fail. Hätte ich den nicht vorher. Hätte ich den nicht ausgespielt, ich hätte bis anders meinen Zug gemacht. Oh, und 4-2er. Ich glaube, das Sudeck gefällt mir eigentlich nicht so gut. Dieses Sudeck vor allem. Das ist komisch gebaut. Der 3-4er kommt aber meistens schlecht. Ja, er wird für 0 alles zerstören, glaube ich. Nee, wird er nicht. Okay. Dann spielen wir den für 1. Töten den für 1. Töten den für 5. Haben da 4 Schaden drauf. Töten den auch. Und gehen face. Und ziehen noch eine Karte. So läuft das gerade. Hohoho, fett geklärt. Wir haben 4 Karten. Jetzt werden wir wahrscheinlich gleich. Ja. Hätte jetzt damit gerechnet, dass wir unser Feld verlieren. Ist aber nicht passiert. Er hat sich entschieden, dass das die bessere Wahl ist. Na gut. Die Frage ist, wen werde ich beschilden? Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Die beiden vielleicht? Oder eher die beiden? Oder hier? Eigentlich ist das wahrscheinlich die bessere Wahl. Na, das ist die bessere Wahl, falls er nicht trifft. Ja, es ist wahrscheinlich hier die beste Wahl. Weil genau deswegen, falls er nicht trifft, können wir das so machen. Und zumindest 2 Kreaturen überleben, falls er Holy Nova spielt. Hätte den wahrscheinlich nicht spielen sollen, sondern nur den und Karten ziehen und fertig. Weil er hat noch mindestens 3 Massenzerstörungen im Deck. Die er noch nicht gespielt hat. Von 14 Karten, er wird mindestens eine auf der Hand haben. Jetzt kommt wahrscheinlich Holy Nova, na? Glaubt sie? Immer noch nicht. Okay, da ich die nicht im Deck habe, ah, da, von mir. Hat er mir geklaut! Ah, ich glaube, wir werden das einfach so lösen, indem wir den da reinrennen lassen, ja. Ist alles doof. Alles irgendwie doof hier. Was ist das? Ich zerstöre den jetzt einfach. Okay, schade. Dachte, es würde anders laufen. Sollen wir den noch sammeln? Komm. Das ist ja zumindest das erste Mal, dass er was beschwört von der Hand. Ich werde den sowas von raussortieren. Oh. Wir können 2, 4, 5, 6, 9, 12 Schaden oder so machen. Das heißt, noch nicht diesen Zug. Wir können den töten einfach. Bronzebad ist okay, aber... Ja, ich glaube, ich mache das am besten, am liebsten so. So, 11. Eigentlich ist der sehr gut, deswegen spiele ich den wieder aus. Obwohl es keinen Sinn hat. 2, 4, 5, 8, 10. Damit würden wir töten. Wenn er sich nicht wieder hochheilen würde, natürlich. Was er aber immer gerne macht. Ja, ja, Bronzebart. Wir haben auch noch. Wir haben einen Bronzebart, aber ich glaube, der kommt sehr, sehr zu spät.
Er kommt auch. Wer weiß, was für Geheimnisse wir zu lösen. So, wir können jetzt alles reinsetzen und alles lassen. Und einfach festgehen. Was wahrscheinlich jetzt die bessere Methode ist. Ja, wahrscheinlich schon. Weil er kann jetzt absolut keine Magie einsetzen, weil sie jetzt 10 kostet. Das heißt, er muss sich auf seine Monster verlassen. Und dass er genug Spott und alles hat, sonst hat er verloren. Yay, wir haben also eine gute Chance zu gewinnen. Weil wir ein sehr gutes Feld auch haben. Und er nur noch 5 Life. Beziehungsweise 9 Life. Mann, der kriegt sie immer durch die, oder was? Kann das sein? So, es kommt jetzt drauf an, was wir auch ziehen. Ob wir ihn schon töten oder nicht. Das ist schon mal eine gute Karte. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Kaufen oder verkaufen. Und die ist auch sehr gut. So, und nochmal. Oh, er ist so tot. Wie machen wir das? Den reinsetzen und den und den und dann, ja. Ich kehre in die Leere zurück. Obwohl, wir setzen den einfach rein, dann stirbt er. Und dann haben wir noch hier ein Minion. Und jetzt schießen wir mit dem Minion. Oh, nicht Face. Oh, das ist ja schade. Da, schau mal. Grüße! Dort! Bam! Zweimal durch den diese 4-4er-Karte bekommen. Oh, das ist toll, oder? Dennoch ist der sehr schlecht, finde ich. Ich finde, der hat keinen Sinn in dem Deck. Ich habe es ja kopiert und noch nicht selbst gebaut. Aber irgendwie stört mich das. Statt dass man den spielt, kann man doch einfach ein Dings hier spielen. Wo ist er? Ah, hier. Wieso nicht den einfach spielen? Ist der nicht besser? So sieht das Deck aus. Und ich finde, der ist besser. Weil er auf jeden Fall eine Kreatur beschwört, während unsere Kreatur meistens ja nicht beschworen wird. Also verstehe nicht, wieso man das anders machen sollte. In der Vision hat man kaum Dämonen, also ist so ein Piloted Shredder, aber viel besser. Also schauen wir aber mal, was mit unserem Zoo-Deck jetzt so abgeht. Wir haben sogar gegen einen Priester gewonnen, aber der hat keine Massenvernichtung gespielt. Oder nicht aktiviert zumindest. Weil er immer lieber den gespielt hat. Ah, er hätte mir ziemlich viel versaut, hätte er anders gespielt. Und dann im nächsten Zug quasi den 3-5er. Oh, die Rat ist so gut, die müssen unbedingt halten. Ah, nicht. Nein, 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 nein. Scheißhand. So. Ja, naja, nicht wirklich gut. Aber wir könnten den spielen, dann den und dann den. Hm. Ist das wieder Late Game zusammen? Der ist so Late Game, dass ich den vielleicht gar nicht ausspiele. Hm. Den und dann den vielleicht? Komm drauf, dass wir noch ziehen. Wir haben auch einige einsam im Deck. Na gut, nur 2, glaube ich sogar. Die ich aber sehr oft gezogen habe. Den jetzt zu spielen wäre okay, denke ich. Den, der würde auf jeden Fall sterben. Jetzt gucken wir mal, was er spielt. Scheinbar nichts diesen Zug, außer er hat eine Kreatur von 0 bis 3 Mana. Hat er nicht, okay. Bin dafür, dass wir hier was Schönes bekommen. Dann werden wir nächsten Zug den machen. Und dann den da. Ich bin vom Fluch befreit. Okay, soll er machen. Unser Zug wird dennoch nicht anders aussehen. Leg diesen Apfel auf euren Kopf. So sieht er aus. Nee, egal. Der greift den an, dann greifen wir nächste Runde den an. Eventuell. Beziehungsweise vielleicht damit vor. Oder wir zerstören den damit. Oh, ist wahrscheinlich besser sogar. Wieso hat er die? Ja, die durch instabiles Portal.
Oh, muss er Magie anwenden, um den loszuwerden, hä? Und diese Magie auch noch. Okay. Ist nicht so gelaufen, wie er es wollte, glaube ich. Eigentlich ist es jetzt sogar wirklich gut. Nee, ist nicht gut, den reinzusetzen. Den aber mal spielen und schauen. Lief scheiße. So ist das eben. Wieder nur zwei. Wow. Wie oft diese Karte bei mir nur zwei trifft, ist aber unglaublich. Wie ist es bei euch, wenn ihr diese Karte spielt? Trifft es bei euch öfters mehr, also mehr als zwei? Nicht so wie bei mir. Weil das ist schon irgendwie traurig. Den einen können wir aufpumpen, den damit zerstören, theoretisch, aber... Machen wir einfach so. Kann sein, dass er jetzt, wenn er nicht zerstört wird, haben wir hier den, der doppelt aufgepumpt wird. Hat bei mir noch nie geklappt, dass er irgendwie was Gutes macht, weil er entweder nie kommt oder aber zu früh kommt, so dass ich nichts mit dem machen kann. Ja, seht ihr? Dann passiert nämlich sowas. Und wir konnten schon wieder nichts tun. Quasi. Warte, eigentlich müssen wir das so machen. Allerdings, warte, wenn ich den... Oder wir spielen den in der Mitte? Warte, nee. Ja, wie machen wir das jetzt? Weil ich will ja auch den Vierer spielen. So viele Möglichkeiten. Wir werden die zwei auf jeden Fall aufpumpen. Dann werde ich den da wahrscheinlich... Werde ich hier wahrscheinlich hinsetzen. So, genau. Er hat jetzt 3 ATK. Das ist besser. Wir konnten Schaden machen. So. Deswegen ist es wichtig, wo man manche Kreaturen platziert. Wegen dem Wolf hier. Und wegen dem wahrscheinlich. Oh, damit macht er uns den ein bisschen billiger. Das finde ich okay. Ja, wir können jetzt einfach die Minions reinsetzen. Und schauen, was er uns Schönes bringt. Oh. Das ist wahrscheinlich besser, wenn wir das so machen. Und dann das Ei hier spielen. Weil wir dann immer noch einen 4-4er bekommen, selbst wenn unser ganzes Feld zerstört. Und wenn er unser Feld nicht irgendwie zerstört bekommt, was schwierig ist, weil er ja auch noch existiert. Weil wenn er, also wenn er jetzt, sagen wir, hätte er Flamestrike gemacht, hätten wir einen 4-4er und 8-8er gehabt, was 12 Schaden sind. Oh, falsche Karte erwischt. Oh, er ist tot. 8, 9, 10, 11, 14, ja, ist sowas von tot. Ja, und zack. Nicht aufgeben hier. So. Und ein Sieg! Mal wieder für Sil. Gefällt mir besser als die letzte Aufnahme, die ich verworfen habe. Da haben wir nämlich beide Spiele verloren. Oh, das lief auch sehr schlecht. Und das wollte ich nicht akzeptieren, dass wir dauernd nur verlieren. Ich wollte auch mal gewinnen wieder. So, in der Aufnahme. Und das haben wir jetzt getan. Wir haben gewonnen. 2 Spiele. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn euch die Folge gefallen hat. Ihr wisst, ein Däumchen würde mich freuen. Gerne dürft ihr das Video teilen. Sagt mir, wie euch das so gefällt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!